Herzlich willkommen zum 15. Adventskalender Türchen. Wir spielen Pac-Man aus dem Jahre 81 von Atari selbst. Und da wir auch Miss Pac-Man gleich spielen, würde ich sagen, starten wir direkt das kultige Irrgartenspiel, was ja letztendlich auch das Logo von meinem Kanal ist, Retrobasis. Und ja, dann würde ich sagen, geht es jetzt direkt mal los. Ja, ich denke mal, die meisten von euch kennen Pac-Man. Wir sind dieser schnieke, schnuckelige, gelbe Pac-Man. Und unsere Aufgabe ist es, alle Punkte hier im Irrgarten einzusammeln. Was ich momentan gerade nicht gerade sehr intelligent anstelle. Da fangen wir unten rechts hier an. Je mehr Geister ich einfange, desto mehr Bonuspunkte bekomme ich natürlich. So, ein bisschen systematischer wäre auch nicht schlecht. Nein. Ah, das war eine fiese Falle. So, dann gehen wir mal hier unten links hin und warten, bis die Geister kommen und schnappen uns direkt die. Ah, einer ist uns entkommen, das macht aber nichts. Die Zeit nutzen wir, um hier ein bisschen mehr aufzuräumen. So. Hier habe ich noch nicht alle Punkte eingesammelt. Der Vorteil bei Miss Pac-Man ist, dass man auch das Spiel ja. Das war echt dumm von mir. Na. Dass man das Spielfeld auch an der Seite verlassen kann. Was hier, glaube ich, nur nach oben geht. Boah. Da wollte er mich foppen, der Geist. Man kann hier gar nicht erkennen, wer Blinky und Konsorten ist, sondern die sind alle ein bisschen blinkig. Oh, was war das? Das ist ein Bonuspunkt. Nein, da ist noch einer, da fehlt noch einer, verdammt. Oh, ich muss ihn mal weglocken hier. So, da fehlt noch ein Punkt. Ja, unspektakulär sind wir direkt im nächsten Level angekommen. Und da geht es direkt weiter. Die blöden Geister sind natürlich immer unwirsch schneller. Und gemeiner und fieser. Die Steuerung ist eigentlich ganz gut. Ah. Man muss natürlich nur rechtzeitig die Pfeiltaste in die entsprechende Richtung bewegen. Na, kommt her. Ach, jetzt habe ich sie alle erwischt. Sehr schön. So. Jetzt nehme ich mal die Superpille. So heißt nämlich das Viech. Also, ohne das Feld auch mal oben und unten zu verlassen, wäre es schon sehr, sehr traurig. Ja, das war Pac-Man, der Klassiker und auch Logogeber meines Retrobasis-Kanals. Und gleich sehen wir uns wieder bei Miss Pac-Man. Herzlich willkommen zurück. Eben waren wir noch bei Pac-Man, jetzt sind wir ein Jahr später, aber immer noch bei Atari zu Miss Pac-Man. Wir sehen diese hübsche, gelbe Pac-Man-Dame mit dem süßen Zopf oben auf dem Kopf. Daran erkennen wir tatsächlich die Dame. Und ich war gerade eben etwas irritiert, falls ihr es gemerkt habt, dass ich gestockt habe, dass Miss Pac-Man einfach durch den Geist gefahren ist und da ist gar nichts passiert. Ha, so eine Frechheit. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ja anscheinend mein neues Lieblingsmotto. Werden wir jetzt einfach mal starten. Jetzt lernen wir nochmal die verschiedenen Geister kennen. Vielleicht gucken wir uns das gerade mal an, das ist sehr spannend. Wir haben auf der einen Seite... Achso, nee. Es wird einfach nur das Logo vorgespielt. Von Miss Pac-Man und dargestellt. So, dann starten wir jetzt in die nächste Runde. Ja, super. Genau das wollen wir hören. Das ganze Spiel steuert sich etwas... Ja, ich finde es schon fast ein bisschen komfortabler.
Aber es kann auch Einbildung sein. Ah, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich den noch erwischt habe. Ja. Man soll niemals den Tag vor dem Abend loben. Das ist echt gefährlich hier bei diesem Spiel. Und wir schnappen uns direkt mal hier die Superpille. Und den einen Geist. Den schnappen wir uns auch noch. So, die nächste Superpille. Kommst du her? Die Kirsche schnappen wir uns auch. Oh, ich weiß gar nicht mal genau, was die Kirsche bringt. Ich glaube einfach nur ein paar Bonuspunkte. Ja. Schwierig. Komm. Ich will wenigstens noch das Level schaffen hier. Diese Steuerung, die macht mich ganz bekloppt. So, das waren alle Mini-Pillen gefuttert. Deswegen starten wir auch mal direkt ganz unspektakulär ins nächste Level. So, jetzt warten wir ein bisschen und sammeln die Superpille ein. Normalerweise gibt es Bonuspunkte, wenn man alle Geister erwischt während dieser Pille. Und unten rechts sehen wir in unserem Score das Item, was wir einsammeln können in diesem Level. Das ist diesmal die Erdbeere. Eben war es die Kirsche. So, wenigstens einen Geist können wir uns erhaschen. Boah, die geben echt Gas hier, die Kollegen. So. Ein Feuerwerk der Fanfare. Ach. Jetzt habe ich mich verklickt. Nein. So, das schaffen wir aber noch, das Level. So, Kirsche, Erdbeere und jetzt ist die leckere Orange. Ja, passt ja zur Advents- und Weihnachtszeit. Kommst du her? Die sind ja aber auch... Nein, oh, das war ja voll unfair. Naja gut, das war das Double Feature Pac-Man und Miss Pac-Man hier im Adventskalender-Türchen Nummer 15 am 15. Dezember. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder zum nächsten Kalendertürchen.